Guten Morgen. Ja, wir haben es wieder am nächsten Tag und wir gehen heute ein bisschen wandern. Ich habe mir auch heute praktischerweise mal eher so eine Zopfuhr so gemacht. Und ja, war ganz gut letzte Nacht, war richtig schön in diesem Häuschen. Und jetzt schauen wir mal, dass wir in so ein bisschen Nationalpark-ähnlichen Gebiet kommen und dann gehen wir da ein bisschen wandern. So, wir haben zwar schon gefrühstückt, aber haben uns gedacht, wir gönnen uns jetzt noch eine Kleinigkeit so als Snack. Wir haben einmal hier diese Crackerchen vom Aldi, wobei ich die nicht so gut finde. Also sind ein bisschen so langweilig. Aber mit so einer leckeren Streichcreme ist das voll gut. Diese hier von DM Bio mit Gartenkräuter, also richtig lecker und die ist auch vegan. Und dann haben wir wie immer auch so ein bisschen was hier mit Gemüse, einfach ein bisschen Paprika und Tomate. Ja, und das snacken wir jetzt. So, wir haben jetzt hier eine Bank gefunden zum Hinsitzen und mal so zwischendurch ein bisschen Pause machen. Und haben jetzt auch so kleine Riegelchen dabei, so Obstriegel, die wir ab und zu mal gerne kaufen. Und die sind für unterwegs einfach super gut. Frisches Obst hatten wir jetzt weiterhin nicht, außer so ein paar Bananen, aber die sind jetzt noch im Auto. Und ja, genießen hier so ein bisschen den Seeblick. So, wir sind vom Wandern wieder zurück und sind richtig k.o. davon. Also, ja, ich bin ja nicht so die große Wanderin. Und jetzt haben wir uns entschieden, ins nächste Dörfchen zu fahren. Ist richtig süß hier. Und haben auch schon mal bei Airbnb ja, ein kleines Häuschen wieder gesucht. Hat auch ein bisschen gedauert und wir haben dann so einen kleinen Fail gehabt, dass wir nicht gesehen haben, dass man eigene Bettwäsche mitbringen muss. Also fürs nächste Mal wissen wir, wir brauchen eigene Bettwäsche. Jetzt schauen wir mal, ob wir vielleicht sogar hier irgendwo in der Nähe eine kriegen. So ein Ikea wäre natürlich jetzt optimal. Ansonsten schauen wir halt einfach mal. Und ja. Laufen die so ein bisschen rum. Und es gibt hier auch so wunderschöne Deko-Einrichtungen. Das ist ja alles so skandinavisch inspiriert. Und ich bin hier im Schlaraffenland. Alles voll mit wunderschönen Sachen. Oh mein Gott, ich muss mich so zusammenreißen, das Zeug hier nicht zu kaufen, sonst haben wir das ganze Auto voll. Das gefällt mir mega gut. Wir haben hier ein mega süßes Café gefunden. Ich glaube, das ist so eine Kette Espresso House. Und habe jetzt mal so einen kleinen Schokokuchen gegönnt. Und ja, sieht hier richtig schön aus. Also genau meins, was ich total liebe. Abends waren wir dann noch beim Asiatenessen und das war auch wieder mal sehr, sehr lecker. So, wir sind jetzt wieder im Auto auf dem Rückweg zu der neuen Ferienwohnung für heute Abend und die suchen wir gerade. Da die Frau ja so lieb war und uns die Bettwäsche geben wird, also ausleihen wird, weil wir keine haben, haben wir jetzt so als kleines Dankeschön aus so einem Café noch, ja, so einen kleinen Muffin mitgebracht und wir suchen jetzt dieses Ferienhaus. So, wir glauben, wir haben es gefunden. Das blaue hier links dürfte es sein. Süß, die kleinen Häuschen hier. So, wir sind jetzt nun in der neuen Ferienwohnung und die ist auch wieder richtig schön gemacht. Also, ich zeige euch das mal hier. Das Schlafzimmer, total süß gemacht hier. Dann haben wir hier vorne das Wohnzimmer. Hier ist noch die ganze Küche, auch ganz süß. Und hier das Wohnzimmer, auch mit einer schönen Couch-Ecke, richtig goldig.
Ich liebe ja solche kleinen Details, wie zum Beispiel diese Henkel hier. Finde ich total schön. Ich liebe sowas. Das macht es irgendwie ein bisschen spezieller. Und die Vermieter haben zwei Hunde, zwei so riesige Schäferhunde. Und ich bin manchmal so ein bisschen ängstlich bei sowas. Und die kamen ja auch sofort auf uns zugestürmt. Ich so, Gott. Und der eine heißt Odin. Das ist so ein Insider von meinem Freund und mir, weil er den Namen Odin so gerne mag. Und ich finde ihn immer ganz furchtbar. Und er meinte so, ja, danach will er mal sein Kind benennen und so Sachen. Ich so, nein, nicht Odin. Ja, und jetzt heißt dieser Hund Odin. Und sonst heißt niemand irgendwo Odin. Deswegen super selten. Ja, das war ganz lustig. Und der Garten ist auch richtig schön. Also den muss ich euch auch noch unbedingt zeigen. Malerisch, richtig toll. So, heute ist wieder ein neuer Tag und wir sind heute ans Meer gefahren. Und es sieht richtig schön hier aus. Sogar mit ein bisschen Strand hier unten. Ja, also selbst in Schweden findet man Strand und da machen wir es uns jetzt ein bisschen gemütlich. So, wir sind jetzt einmal um diesen Hügel rundherum und ich habe jetzt eine Schaukel für mich entdeckt. Also mega cool, einfach so chillig mal zum Schaukeln, einfach am Meer. Wie cool ist das bitte? Also ich habe hier die wunderschöne Kulisse hier. Und ja, mein Freund ist jetzt noch ein bisschen ins Meer gegangen zum Schwimmen. Mir ist es ein bisschen zu kalt, also ich glaube, es hat so um die 23 Grad ungefähr. Also der Pullover ist auch ein bisschen warm eigentlich dafür. Aber ja, geht noch. Und er ist jetzt mal schwimmen gegangen. Ich bin mal gespannt. Vielleicht gehe ich nachher auch noch mit ins Wasser. So, wir sind gerade wieder im Auto und haben als Snack so kleine Äpfelchen. Und ich weiß nicht, ob ihr das so richtig seht, aber es ist richtig weiß innen. Sodass ich mir schon gedacht habe, okay, sind die überhaupt gut, aber schmecken sehr lecker. Aber richtig schneeweiß innen. So, mittlerweile sind wir ein Stück gefahren und an einen Parkplatz gekommen, wo es endlich einen Supermarkt gibt, weil wir die ganze Zeit einen gesucht haben. Also ein paar Sachen wie Brot und Obst und Gemüse geht uns schon ein bisschen aus. Und ja, dann schaue ich mir das jetzt hier mal an. Also hier hat es wieder mega leckere Sachen, aber wir können ja auch alles nicht lesen. Das ist so das Problem. Also wir kaufen jetzt wieder mal auf gut Glück ein und hier hat es so leckere, süße Sachen. Ich weiß ja nicht, mit was es gefüllt ist, von vegan. Sehen wir mal von ab. Das ist bestimmt mit Ei und mit Milchprodukten. Aber super viele leckere Teilchen und irgendwas will ich davon. Kann mich nur nicht entscheiden. So, bis jetzt haben wir eher ungesund eingekauft, beziehungsweise ich. Da sind so Muffins im Angebot gewesen. Die haben wir mal mitgenommen. Und irgendwelche Schoko mit Kokosüberzug-Bällchen sehen so lecker aus. Dann irgendwas, was ich auch gar nicht kenne. Deswegen da erstmal so eine kleine Packung von. Und nochmal sowas mit Karamell oder so steht hier drauf. Also wird jetzt einfach getestet, da haben wir die nächste Zeit einiges an süßem Zeug. So, ich kleiner Fliegfraß kann ja nicht lange warten und habe den jetzt schon mal ausprobiert. Sehr lecker, schmeckt sehr nach so ganz, ganz saftigem Kuchen und so Kokos und ein bisschen so kaffeemäßig. Richtig lecker. Und die anderen habe ich auch schon ausprobiert. Also diese hier habe ich auch noch getestet. Das sind diese karamelligen, sind auch sehr lecker. So, wir sind wieder ein gutes Stückchen weiter gefahren und sind jetzt an so einer Hafenstadt und hier gibt es einfach riesige Möwen. Ich weiß nicht, ob ihr die da hinten irgendwo seht. Die ist einfach dreifach so groß wie eine normale, habe ich so das Gefühl. Am Hafen haben wir jetzt noch was richtig Schönes entdeckt und wir haben keine Ahnung, was es ist, aber es ist traumhaft schön. Also sieht aus wie so eine Moschee in der Art oder so. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich
habe mich getäuscht, das ist keine Moschee. Das ist ein Badehaus, was früher schon mal so in der Art aussah und sie es dann eben renoviert haben und so. Richtig schön. Wir sind auch gerade mal vorgelaufen und so. Hat leider nicht geöffnet heute. Ja. Ansonsten wären wir da echt vielleicht hingegangen. Es sieht wirklich richtig schön aus. So, wir laufen gerade ein bisschen wieder durch die Stadt durch und schauen sie uns an. Und jetzt suchen wir wieder was zum Essen. Und wollten eigentlich die ganze Zeit schon mal typisch schwedisches Essen essen. Ja, also eigentlich klar, immer in dem Land, in dem man sich gerade befindet, da möchte man auch so die Landesspezialitäten essen. Ist natürlich schwieriger, wenn man sich mindestens vegetarisch ernährt, weil die auch wieder ganz viel haben mit Fleisch und so. Ja, und jetzt haben wir eigentlich auch schon Sachen wieder wie Inder und Italiener und ganz viel Asiatisches haben sie hier gesehen. Aber wir suchen mal weiter, ob wir noch irgendwie was Schwedisches finden. Ja, komischerweise haben wir in dem Dorf gar nichts Schwedisches gefunden und waren dann letztendlich beim Inderessen. So, wir sind jetzt wieder zu unserer Ferienwohnung gefahren, also wieder eine neue, und haben hier in der Nähe auch wieder einen Strand und da laufen wir gerade hin.